Nebel und Qualm. Sieht nicht so aus. Und ein Grafikfehler. Oh nein, Bethesda. Das geht so nicht. Ich will mein Geld zurück. Ich habe einen Grafikfehler gefunden. Das Spiel will ich natürlich behalten. Ich will nur mein Geld zurück. Obwohl die haben. Also bis jetzt, hier haben wir so ein kleines Zwischenfazit, haben sie echt jeden Cent verdient, den das Spiel kostet. Gold. Ist das eine Miniatur? Der Raum sieht so groß aus im Vergleich dazu. Na gut. So, jetzt gehen wir nach oben. Es klingt, als würde hier irgendwo jemand bohren, oder? Ein bisschen. Oh. Haben wir den wenigstens gleich gefunden. Und er bohrt keiner, er fliegt wieder so eine scheiß Drohne durch die Gegend. Und haben die schon gelbe Anzüge an? Ich übersehe die trotzdem. Konzept Art. Lassen wir uns angucken. Das sieht auch wieder aus wie das, was wir gerade. Hä? Achso, ich dachte, wir können ja irgendwie was. Oh, nee. Können Sie zwei übersehen, ey. Krass. Ähnliche Ding hier. Geh doch mal weg. Keine Zeit mit dir zu spielen. Selbe gilt für dich, mein Freund. Kacke, die haben alle bloß die Maschinenpistole dabei. Hinten hier keine Munition für unsere Waffe. Na komm. Leg dich hin. Wir haben wohl mal wechseln müssen. Leben. Gerade Munition. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Mehr hier runter. Da gibt es ein paar Medis. Ja, das sieht aus wie ein Weg. Ah, hier geht's raus. Wieder auf die Straße. Starkarte, von wem denn? Matthew Winner. Sagt mir alles, ehrlich gesagt, gar nichts. Oh nein. Da hinten was? Nur ein leicht verbogenen Stahlträger. Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Nein. Oh fuck. Oh fuck. Oh, geht leider was. Boah, die Mucke ist echt der Hammer. Könnte vielleicht ein bisschen mehr Bass vertragen. Ich glaube, er hat uns gesehen.
Ja, wir können uns ja was. Nee, ich sammle es mal ein, aber ich lese es jetzt nicht. Was? Liebesbrief, wach auf, Amerika. Leserbrief. Das war jetzt Verschwendung. Gold. Ah, Drecksköter. Scheiße, die blöden Viecher. Ich glaube, da passiert nicht viel. Alter, was? Wie kommen wir denn hier hoch irgendwo? Alter, was ein Monster. Okay, hier geht's auch rein. Okay. Ah, Verbesserung. Ja, gut. Was? Maschinenpistolenmunition, okay. Granaten. Mein Ball wieder. Nein! Fuck. Wollten wir gerade für die zweite Wache nehmen. Wieso? Das ist doch doof. Wir beide? Wenn ich jetzt. Gut, dann machen wir es halt so. Boah. Tschüssi! Ah, nein! Oh, fuck. Ups. Kacke. Er hat gerade geschossen. Was ist laut? Da drüben sollen wir hin. Und 4 Schuss. Ah, fuck. Bleib, wo du bist. Ich wollte eigentlich F drücken, wenn ich gehe. Das haben wir schon. Finde einen Weg zur Spitze des Stakebills. Ja. Naja, ich bin ja zu jeder Zeit.
Jederzeit, ich finde das gerade nicht so. Ich meine, es ist zwar beruhigend, dass sie hier da ist, aber. Hä? Haben wir noch mal einen? Dankeschön. Guten Tag. Ah, oh, krass. Die Knarre ist echt zu schwach. Die ist wirklich zu schwach. Also wie lange du auf die Leute draufhalten musst, ey, das geht ja mal gar nicht. Wir sammeln hier noch schnell alles ein. Und dann müssen wir da einfach nur wieder rüber. Guten Tag. Finde einen Weg zur Spitze des Safe-Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Ich hoffe doch. Den scheiß Kommandanten ausschalten. Nein! Oh! Alter, um jetzt! Doch immer! Alter, wo kommen dieses blöde Vieh schon wieder her? Jetzt hab ich mich zu Tode erschrocken. Shit, ey. What the fuck? Ab. Boah, krass. Huch! Ich wollte noch sammeln. Also, der Kommandant. Sehr gut. Können wir nicht mal in Ruhe ein bisschen Zeug aufsammeln? Ach, Mann, tut mir leid. Tot? Ja. Warte, was? Ah, Enigma Codes hier wieder. Den von 10. Kriegen wir jetzt was? Und vielleicht mal wieder in die Sammelobjekte reinschauen. Und da wieder vorgelesene Tagebucheinträge kriegen. Alter! Ach so! Ich dachte, das wäre der Große, der da geschossen hat. Fuck. Aber seine Waffe kann man eigentlich gebrauchen, oder? Ist auch noch relativ voll. Das scheint ihm nicht viel auszumachen. Ui, 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 ui. Okay, ich gehe mal lieber. Können wir den nicht besiegen? Bis jetzt das Ende vom Level ist? Ich würde den gern besiegen, ey. Na gut. Weiter geht's. Boah. Oh nein. Aber ich glaube, wir müssen ja von dem Gebäude auch irgendwann wieder runter, ne? Und ich glaube nicht, dass er dann weg ist. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was? Sie gehören zum Regime? Nein.
Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Jetzt schon! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Nein! Sie holen jetzt Super Smash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Uh-oh! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. So ein kranker Humor. Sie erdrücken mich. Das ist Chili. Rezept meines Vaters, habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Okay, ich glaube nicht, dass das Regime weiß, dass sie da oben sind. Ist mit dem Hühnerdraht. Hühnerdraht? Das ist mein Faradayscher Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh, ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Darf ich? Ja, das ist Mutter des Jahres Nummer 2. Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blazkowicz. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Höhle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Specie? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine Scheiße an mich. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, oh, na klasse. Haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blazkowicz? Anja, wir müssen hier sofort raus.
Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Hass 1, Hass 2? Was? Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ah, die Hubschrauber. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beine. Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier aus. Okay. Aber ich will da auch hoch. Warum machst du das, BJ? Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine. Und 9 ungelesene Tutorials. Ja, da kommt gerade jemand die Treppe hoch, oder? Wenn mich nicht gesehen hat. Ich würde mich ja gerne umgucken. Ja, blinkt und leuchtet überall. Ich will alles einsammeln und lesen und machen. Ach komm. Ja, scheiße, ich hab's noch reinfliegen sehen. Nein! Entschuldigung. Huch! Wo kommt ihr denn her? Ach komm, oh Mann. Shit. Okay, Hass 1 und Hass 2 scheinen da zu sein. Oder zumindest auf dem Weg. Boah, gibt es da bestimmt ein Konzept auch, das würde ich gerne sehen. Was? Hallo? Fuck, Alter, wo kommt denn der? Alter! Mann! Kommt denn der schon wieder her, ey? Scheiße! Alter! Was ist denn das? Na klasse. Uhu. Das war ganz schlau. Funktion, ja, passt noch ein bisschen. Ach, der ruht sich ja aus, oder was? Alter, was? Ey, was ist denn das für einer? Alter, what? Das ist ja übel. Nee, wir sollten vielleicht ein bisschen in Bewegung bleiben. Wenn wir die ersten umgehauen haben. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.